geliebtes Menschenkind, geliebter Mensch, geliebter Lichtarbeiter. Voller Freude begrüße ich dich aus der Tiefe meines Herzens, von der Stelle aus, wo Liebe und Licht zusammen sind, von der Stelle aus, wo meine Seele wohnt. Und so sind die Worte, welche ich heute zu dir spreche, Worte meiner Seele. Fühle dich ganz herzlich willkommen. Fühle dich so angenommen, wie du bist. Denn ein jeder trägt das Schöpferlicht in seinem Herzen. Und es ist das Schöpferlicht, welches uns mit der göttlichen Energie der Liebe verbindet, welches in uns leuchtet. So ist die Zeit im Moment sehr schwierig. Die aktuelle Zeit, sie ist für einige Menschen schwierig und für einige Menschen leichter. So werden wir jetzt zusammen alles dafür tun, dass es jedem Menschen leichter gehen wird. Und so rufe ich Erzengel Michael und Saint-Germain. Ich rufe euch beide und bitte um die Reinigung unserer Aura, um die Reinigung unserer Energiekörper, sodass ich alles Negative jetzt verabschieden kann. Dies geschieht mit den Tönen der Wirklichkeit und es geschieht voller Liebe und Achtsamkeit, genau für dich, denn du bist heute hierher gekommen. Und vielleicht spürst du schon, wie es leichter wird, wie deine Energie sich ausdehnt und dein helles, göttliches Feuer zu scheinen beginnt, in dem weiß-goldenen Licht der vollkommenen Liebe. Und vielleicht kannst du das goldene Band der Liebe fühlen, wie es aus deinem Herzen hinausströmt, wie es deine Seele führt hinauf in das Universum, in dein Herkunftsfeld, in die Felder von Smarana, in die Felder der göttlichen Liebe, welche immer für dich da ist. Fühle nun deine Kraft und deine Stärke und fühle auch Gottes Nähe, denn das ist es, was dich schützt, was dein Bewusstsein anhebt, ausdehnt und dich erkennen lässt, welch große Kraft du in dir trägst. Das himmlische Orchester hat sich versammelt und sie spielen die Töne des Erwachens. Sie spielen die Töne des Erkennens, die Töne der unendlichen, vollkommenen Liebe, welche dich nun trägt. Es wird dir ganz leicht und du fühlst dich
wie von einer Wolke getragen. Es ist so, als schwebst du schwerelos im Universum, in den Smaranafeldern der Liebe. Und so lass es ruhig geschehen. Gib dir die Erlaubnis, dich jetzt tragen zu lassen von dieser Energie, von Gottes Liebe tragen zu lassen. Alles, was an Heilung bedarf, wird nun in dir geheilt. Überall dort, wo du dich schwach fühlst, fließt Kraft in dich hinein. Dein Bewusstsein dehnt sich aus. Und der Segen Gottes wird dir jetzt überbracht. Der Segen Gottes fließt in deine Seele hinein. Dies ist ein sehr hoher, feierlicher Moment. Genieße diese Augenblicke. Und spüre deine Zugehörigkeit zu allem, was ist. Und spüre deine Seele, deine Liebe, deine Ausdehnung. Spüre, wie das Licht dich weiterhin trägt. Und nun steht ein Engel vor dir. Dieser Engel überreicht dir eine Fackel des Lichtes, welche dich fortan stärken soll und stärken wird, welche dich daran erinnern wird, dass Gottes Liebe dein größter Schutz ist und dass du selbst ein Teil von dieser Liebe bist. So bedanke dich bei diesem Engel und nimm dieses Licht mit nach Hause in deine Räume, wo du nun langsam wieder ankommst und dort spürst, wie es ganz hell wird, wenn du mit diesem Licht jetzt ankommst. Und so trage dieses Licht in deinem Herzen. Es ist deine Verbindung zu allem, was ist. Und dann komme ganz langsam wieder zurück in deine Räume. Bewege Hände und Füße, öffne deine Augen und sei ganz wieder da. Smarana an euch alle. Und möge dieser Schutz, dieses Bewusstsein,
dieses Licht immer bei euch sein. Ihr bekommt noch ein Küsschen und eine Umarmung. Bis bald, zum nächsten Mal.